Hi Leute, ich habe hier heute eine Keskin KT5 Alufelge mit poliertem Tiefbett und möchte das heute wieder einmal ein bisschen auf Vordermann bringen. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist das Bett schon ziemlich angegriffen. Ich habe das auch schon gereinigt etwas und nun möchte ich das ein bisschen mit Schleifpapier bearbeiten, um die Felge wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen, weitestgehend. Also, was ich jetzt nun dafür brauche, ist einmal 600er und 2000er Schleifpapier. Ich fange jetzt damit an, dass ich mit einem Klebeband die lackierten Flächen abklebe, also hier am Rand des Bettes. Alles, was ich nicht beschädigen möchte beim Schleifen. So, nun habe ich den lackierten Felgenstern abgeklebt. Ich könnte natürlich jetzt auch noch den Reifen hier abkleben, aber der ist sowieso so abgefahren, dass das eine Verschwendung des Klebestreifens wäre. Ich fange dann mit dem 600er, dem gröberen Schleifpapier an, die Felge zu bearbeiten. Und hier sieht man dann auch schon schön, wie der alte Glanz wieder hervorkommt. Es wird jetzt natürlich ein bisschen arbeitsintensiver, das alles runterzuschleifen. So, jetzt bin ich auf der einen Hälfte mit dem 600er Schleifpapier durch. Man sieht auch schon einen deutlichen Unterschied zu dem, wie das vorher aussah. Jetzt gibt es nochmal einen Feinschliff mit dem 2000er Schleifpapier, um die kleineren Kratzer rauszubekommen, die durch das Schleifen mit dem 600er entstanden sein könnten. Jetzt bin ich mit der Felge fertig. Ich bin nochmal mit 2000er Schleifpapier rübergegangen, habe das alles nochmal ein bisschen nachgewischt und den Felgenstern poliert von Hand. Und jetzt sieht das alles auch schon wieder ganz anders aus. Perfektion erreicht man so auf diese Weise zwar nicht. Es ist keine professionelle Aufbereitung, aber für etwa 2 Euro Materialkosten für das Schleifpapier pro Felge finde ich, ist das absolut in Ordnung. Hier nochmal vorher. Die kleinen Schrauben, die da zu sehen sind, die könnte man vielleicht noch mit schwarzem Nagellack oder silbernem Nagellack, wie man will, anmalen und dann oder lackieren. Und damit die Felge dann auch lange schön bleibt, empfiehlt es sich natürlich, eine Versiegelung aufzutragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dem einen oder anderen geholfen zu haben und bis zum nächsten Mal.